Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem fünften Video der Playlist Terme. Wir lernen in diesem Video das Klammern ausmultiplizieren. Nennt sich auch Distributivgesetz, hört sich kompliziert an, wir machen es aber sehr einfach. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben so einen Korb mit Obst drin. Hier haben wir 3 Bananen und 8 Äpfel drin. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben den Korb zweimal. Und jetzt wollt ihr wissen, okay, wie viele Äpfel und Bananen haben wir denn insgesamt? Die Rechnung ist eigentlich nicht so kompliziert, aber das ist nichts anderes. Das können wir auch so hinschreiben, zweimal, Klammer auf, und die Klammer steht jetzt sozusagen als Korb. Jetzt haben wir hier 3 Bananen drin und wir haben plus 8 Äpfel. 8 Äpfel. Das ist nichts anderes wie das, was wir hier oben stehen haben. So, aber wenn euch jetzt jemand sagt, okay, berechne mal, wie viele Bananen und Äpfel wir insgesamt haben, da rechnet ihr ja nichts anderes als, okay, wir haben 2 mal 3 Bananen, ne, weil wir die ja in dem Korb haben und in dem anderen Korb nochmal. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Bananen und wir haben aber auch plus 2 mal 8 Äpfel, weil wir haben sie in dem Korb und wir haben sie im nächsten Korb. Das heißt, 16 Äpfel, 2 mal 8 sind 16. Und das ist nichts anderes. Das können wir jetzt auch, so wie in den Videos davor, die Obstsorten oder die Äpfel und Bananen können wir ersetzen durch Buchstaben. Wir können schreiben 3b und 8a. Das können wir auch rechnen. 2 mal 3b ist 6b und 2 mal 8a ist 16a. Wir haben die Möglichkeit, das zu ersetzen. Das solltet ihr euch noch einmal klar werden. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Vor allem behaltet ihr dadurch die Übersicht. Den ganzen Spaß nennt man auch Distributivgesetz. Schwieriges Wort, noch schwieriger zu schreiben, aber gar nicht so schwer zu verstehen. Das ist nämlich nichts anderes wie dieses Ausmultiplizieren. Das nennt man so, wenn ich eine Zahl vor einer Klammer habe und die wird multipliziert, also ihr seht zweimal, dann muss ich einmal die zweimal das erste rechnen plus zweimal das zweite. Genau, da steht hier zweimal a plus zweimal 4. Genau das gleiche Beispiel mit dem Korb und mit den Äpfeln und den Bananen. Und das nennt man, wie gesagt, ausmultiplizieren. Und ja, nichts anderes steckt dahinter. Wir haben jetzt 3 Beispiele. Ihr habt die Möglichkeit, immer zu pausieren und es selber zu probieren. Wir sagen das jetzt nicht immer an. Jetzt einfach mal los. Dreimal diese Klammer. Was machen wir? Wir rechnen dreimal das, was am Anfang steht. Also 3 mal 1. Genau das können wir aufschreiben. 3 mal 1. Was machen wir dann? Dann schreiben wir dieses Minus, dieses Rechenzeichen, was da steht, schreiben wir einfach hier ab und errechnen dreimal das, was hier hinten steht. Schreiben wir auf, dreimal 2y. Und das können wir jetzt noch ein bisschen weiter zusammenfassen. 3 mal 1 ist nämlich 3, Minus, und hier steht jetzt 3 mal 2. 3 mal 2 können wir auch zu 6y zusammenfassen. Nächstes Beispiel, 2a mal diese Klammer. Wir gehen immer gleich vor. 2a mal den ersten, also 2a mal b, können wir hinschreiben. 2a mal b. Und plus, hier in der Klammer steht plus, also schreiben wir auch plus. 2a mal den zweiten, das heißt 2a mal 4. Jetzt können wir nochmal gucken, wie wir das zusammenfassen können. 2ab kann man nicht zusammenfassen, man kann nur einfach hier das mal weglassen. Das heißt, das kann man so stehen lassen. Plus, und jetzt kann man ja schreiben, 2a mal 4, können wir rechnen, 2 mal 4 ist 8, also das 8a. Weiter kann man das nicht zusammenfassen. Drittes Beispiel sieht kompliziert aus, aber wir werden es ganz einfach erklären, dass ihr es versteht. Man muss immer die Übersicht behalten, einfach das, was wir gesagt haben, diese Regeln einfach nur anwenden. Gucken wir mal hin, minus 4 mal diese lange Klammer. Machen wir also erstmal minus 4, das steht ja davor, rechnen wir mal das, was als erstes steht. Minus 4 mal a. Und jetzt schreiben wir dieses Vorzeichen, was hier steht, dieses Plus, schreiben wir hier hin. Und jetzt rechnen wir wieder minus 4 mal 3b. Ne, minus 4 schreibt man in Klammern. Warum schreibt man das in Klammern? Weil hier steht ein Plus und da steht direkt dahinter ein Minus. Man kann das auch theoretisch die Klammern gleich weglassen. Aber wir schreiben es erstmal mit auf. Gleich werden wir sie auch weglassen. Minus 4 mal 3b. Und am Ende steht, dieses Minus schreibe ich hier hin. Und jetzt rechne ich aber noch minus 4 mal 2. Minus 4, seht ihr, mal 2. Und dann habe ich das hier stehen. Das kann ich noch ein bisschen zusammenfassen, aber hier muss ich wieder auf ein paar Regeln achten, die wir in den letzten Videos gezeigt haben. Hier passiert nicht viel, ne? Minus 4 mal a
ist einfach nur minus 4a. Das kann ich einfach so stehen lassen. Das Malzeichen könnt ihr stehen lassen oder weglassen. Das ist egal. Plus, Minus steht direkt hintereinander. Haben wir gesagt, es sind Minus. Das haben wir im letzten Video oder davor gesagt. Und dann haben wir noch 4 mal 3 zu rechnen. Sind wir bei 12 und das B lassen wir stehen. Und hier müssen wir aufpassen. Minus und Minus direkt hintereinander heißt, wird zu einem Plus. Das heißt, Plus 4 mal 2 sind 8. Und das ist das Ergebnis. Weiter kann man das nicht zusammenfassen. Die häufigsten Fehler sind das, oder habt ihr gerade vielleicht bei der letzten Aufgabe vor allem gesehen, dass die Vorzeichen falsch, dass damit falsch gerechnet wird. Achtet hier bei der Aufgabe vor allem auf die Vorzeichen, haltet euch an die Regeln und dann klappt es eigentlich auf jeden Fall immer. Im nächsten Video multiplizieren wir die Klammern aus, aber es gibt Aufgaben, das heißt, da seid ihr selber gefordert. Ganz wichtig, dass sowas geübt wird, denn nur so kriegt man es drauf. Also bis gleich. Ciao. Ciao.